Hallo, in diesem Video werde ich erklären, wie man das Auto softwareseitig in Betrieb nimmt und das Linux-Image, das auf dem Android verwendet wird, mithilfe von Linux bzw. Windows flasht. Generell ist schon ein voll funktionsfähiges Image auf dem Fahrzeug vorhanden, sodass dies problemlos, wie im vorigen Video gezeigt, benutzt werden kann. Bevor wir mit dem Flashen beginnen, müssen wir zunächst noch zwei Dateien sichern. Zum einen ist das die Datei smsc95xx-mac-addr im Ordner etc. Zum anderen im Ordner opt-adtf gibt es noch die Lizenzdatei, die auch gesichert werden muss. Außerdem benötigen wir noch die Image-Datei. Diese wird auf der offiziellen Seite des AADC zur Verfügung gestellt. Dort loggen wir uns zunächst mit unseren Daten ein und gehen danach in den Download-Bereich, wo sich das aktuellste Image befindet. Nachdem dieses heruntergeladen wurde, muss es noch entpackt werden. Für das Flashen mit Windows wird noch der Win32 Disk Imager benötigt, den ihr in der Zwischenzeit auch noch downloaden könnt. Holt zuerst die EMM-Card, die sich auf der Unterseite des Odroid befindet, heraus. Nun steckt ihr diese in den mitgelieferten MicroSD-Adapter und diesen wiederum in einen Cardreader, um ihn an euren Windows-Rechner anzuschließen. Startet nun Win32 Disk Imager und wählt dort das zu kopierende Image und die EMM-Card als Ziellaufwerk aus. Das Kopieren dauert nun in etwa eine halbe Stunde. Nachdem der Vorgang beendet ist, werft den Wechseldatenträger aus und steckt die EMM-Card wieder in den Odroid. Die Karte in Linux zu finden ist nicht ganz so übersichtlich. Deswegen kann man vor dem Einstecken der Karte schon einmal den Befehl sudo fdisk-l eingeben, um eine Liste an aktuell angeschlossenen Datenträgern zu erhalten. Auch hier stecken wir die EMM-Card in den MicroSD-Adapter und schließen diesen an den Rechner an. Dann müssen wir die Karte noch lokalisieren. Dafür gibt man in der Konsole erneut sudo fdisk-l ein. Nun kann man die beiden Einträge vergleichen. Der neue Eintrag ist die EMM-Card. Um das Image auf diese SD-Karte zu kopieren, wird der Befehl sudo dd bs ist gleich 1m if ist gleich der Pfad zur Image-Datei und of ist gleich der Pfad zur SD-Karte, in meinem Fall slash dev slash sdb benutzt. Von hier an ist das weitere Vorgehen für beide Varianten gleich. Nachdem wir die EMM-Card wieder an den Odroid angeschlossen und diesen gestartet haben, können wir nun die zuvor gesicherten Dateien wieder an ihren Platz kopieren. Dafür öffnen wir ein Terminalfenster und gehen dort mit dem Passwort Odroid in den Superuser. Danach kann man über das Symbol für den USB-Stick hovern, um den Pfad zu erfahren, in den man nun wechselt. Dort führt man den Befehl ls aus und kopiert anschließend die beiden Dateien an ihre ursprünglichen Orte. Kommen wir abschließend zum Anpassen der IP-Adressen. Um dies zu vollziehen, klickt man zunächst mit einem Rechtsklick auf das Netzwerksymbol oben rechts und dann auf Edit Connections. Zuerst werden die IPv4-Settings der Verbindung Wired Connection 1 editiert. Diese muss auf Manual gesetzt sein und die IP-Adresse muss auf die für das Fahrzeug vorgesehene geändert werden. Je nach Fahrzeugnummer X auf 192.168.100x. Nun führt man noch einmal die gleichen Schritte für die AADC-WLAN-Verbindung durch, nur dass die IP-Adresse diesmal die 192.168.1.200x ist. Das war die Anleitung zum Flashen eines neuen Images. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.